Heute malen wir Türchen 24 mit dem Miss Nice Day Kasten. Und wir malen diesen wunderschönen Eisbär zusammen. Was ihr dafür braucht? Meinen Gouache Kasten. Den Pinsel, der im Adventskalender dabei war. Ansonsten ist es ein Nuller. Und Bleistift. Und ich male heute, weil es mit Gouache so wahnsinnig schön ist, auf einem kolorierten Papier. Ihr könnt natürlich aber auch auf jedem anderen Papier malen, das ihr zur Verfügung habt. Die Farben, die wir heute brauchen, sind eigentlich gar nicht viele. Wir brauchen das Weiß, das Schwarz und ein bisschen was vom Blau. Und schon geht's los! Wir starten zuallererst mit der Skizze. Dafür wird ein Bleistift benötigt. Und teilt euch das Papier, auf dem ihr malt, ein bisschen ein. Ich möchte meinen Bären mittig von meinem Motiv sitzen haben. Und deswegen starte ich, wie es ganz viele von euch wissen, immer mit dem Kopf. Der Kopf ist ein Kreis. Ihr müsst nicht in einem Wusch durchziehen, sondern ihr könnt mehrere Kreise machen, mehrere einfache Striche. Alles ganz entspannt. Dann brauchen wir einen Kreis für den Oberkörper. Und falls ein kuscheliger Bär ist, gibt es noch einen Kreis für das Popöchen. Das Popöchen ist dann der Oberschenkel. Hier kommt dann nach und nach noch die Bärentatze mit dazu. Und vorne haben wir einmal die Schnute, Oberkörper und es kommt noch das lange Beinchen, das dann so hier runterhängt über die Eisscholle. Und der zweite Arm liegt hier und besteht auch aus zwei Gliedern. Wenn er ein bisschen anders wird als in der Vorlage, macht euch da immer keinen Kopf. Das ist völlig normal. Auch bei mir sieht es jedes Mal anders aus. Wir verbinden jetzt die Kreise. Und was unser Bär noch braucht, sind natürlich Ohren. Unser Bär guckt leicht zur Seite. Das bedeutet, wir zeichnen uns das leicht vor. In der Mitte sind dann immer die Augen. Und es kommt noch eine Nase vorne weg. So ein kleines Viereck, verbinden das dann alles und schon haben wir unseren Bären. Was wir dann noch brauchen, ist hinten unser kleines Schwänzchen und natürlich dann final noch die Eisscholle, auf dem unser Bär ein bisschen chillt. Und viel mehr wird da gar nicht angedeutet. Diese Skizze soll euch immer nur helfen als Hilfslinie zum Malen. Den Bleistift brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe ein bisschen noch was wegradiert. Normalerweise deckt aber das Weiß eh. Wir fangen mit dem Weiß an. Ich knete immer vorher gern noch die Tube ein bisschen durch. Dann gebe ich ein bisschen was davon auf den Teller. Tube wieder gut verschließen, damit uns die Farbe nicht wegtrocknet. Ich greife dann zu meinem Pinsel und beginne mit einem kleinen Klecks Wasser die Farbe schön cremig aufzurühren. Ihr könnt den kleinen Pinsel nehmen, da die Fläche aber relativ groß ist, könnt ihr natürlich auch einen größeren Pinsel verwenden. Die Farbe jetzt ein bisschen aufgemischt, damit sie dann eben gut übers Papier gleitet. Man braucht nicht viel Wasser, aber es sollte so eine leicht cremige Konsistenz sein, damit ihr schön deckend die Farbe auftragen könnt. Wenn euer Pinsel gut voll mit weißer Farbe ist, könnt ihr beginnen, die ersten Flächen eures Eisbärens einmal deckend zu füllen. Bleistiftstriche kannst du natürlich im Nachhinein wieder alle wegradieren. Alles, was darunter sich verbirgt, eher nicht mehr. Aber unser Weiß sollte deckend aufgetragen werden, dann ist das gar kein großes Problem. Einmal komplett euren ganzen Bären ausmalen. Ich habe jetzt den Bär einmal komplett flächig ausgefüllt, lasse ihn ein bisschen trocknen. Dafür nehme ich jetzt noch ein bisschen Schwarz, tupfe ihn mit auf meine Palette. Dafür nehme ich jetzt nicht viel Farbe. Wasche meinen Pinsel erstmal gut aus und habe ja hier jetzt noch weiße Fläche übrig. Wir brauchen für unseren Bären ja nicht nur Weiß, sondern dadurch, dass er dreidimensional wird, brauchen wir hierfür noch Schatten. Dafür gebe ich jetzt einfach ein bisschen von dem Schwarz hier rein, bis ich ein schönes Grau habe, das mir gefällt.
steife es ein bisschen ab und beginne nach und nach die Schatten zu malen. Die Schatten sind immer an den Stellen, wo kein Licht hinkommt. Das heißt, wir haben, ich fange oben beim Kopf an, achtet darauf, dass ihr nicht in die noch feuchten Stellen greift. Das Ohr braucht ein bisschen Schatten, damit hervorkommt. Genauso wie das zweite Ohr, das ist so leicht geknickt. Da geben wir auch hier Schatten mit dazu. Dann hat natürlich auch die ganze Seite, kommt ein bisschen weniger Licht hin. Hier vorne am Hals rafft sich so ein bisschen das Fell und das, die Haut des Bären, genauso wie hier. Und an den Stellen, wo die Pfote am Brustkorb überlappt, haben wir hier auch weniger Licht und somit Farbflächen. Ich trage diese Schatten immer ein bisschen locker auf, befeuchte meinen Pinsel und verblende die dann nach und nach. Damit wir schöne Übergänge haben, gebe ich dann mit feuchten Pinsel noch so ein bisschen Grau hinein. An der Zeit, wo mein Pinsel eh nur noch so ein bisschen Grau hat, nutze ich das und hebe dadurch auch gleich mal die Augen hervor. Die Augen sind ja auch so ein bisschen in dem Kopf drin. Dadurch entstehen wieder Schatten, genauso wie um die Nase rum. Das können wir natürlich nach und nach immer noch mehr abdunkeln. Aber am Anfang erstmal, dass wir schöne Übergänge haben, beginne ich hier mit ein bisschen Grau zu arbeiten. Und ihr seht jetzt schon, es wird jetzt schon dreidimensional. An den Stellen, wo euch das zu viel Grau ist, einfach wieder ein Weiß aufnehmen und nochmal mit Weiß drüber malen. Es ist immer so eine, da gibt es kein klares, so macht man das, sondern da muss man ein bisschen ein Gefühl rausfinden. Und ihr könnt ja mit Gouache zum Glück immer nochmal drüber malen. Das Weiß deckt sehr gut. Und dann arbeitet man die Highlights des Kopfs und die Dunkelheiten nach und nach aus. Die Backen sind ein bisschen dicker, deswegen kommt hier noch mal ein bisschen mehr Weiß hervor, weil da die Reflexion der Sonne und dann sieht man den weißen, schönen Pelz des Bären und schon ist unser Kopf ein wenig dreidimensional. Ich wasche den Pinsel wieder aus und verblende jetzt auch die Unterseite. Heißt, hier unter meinem Kinn, dann der Übergang nach unten. Und auch hier alles leicht verblenden. Wenn ihr euch mit Verblenden ein bisschen schwer tut, mischt einfach die Farbe auch direkt auf dem Papier. Das ist überhaupt gar kein Stress. Und arbeitet einfach mal wieder mit Weiß und mit Grau abwechselnd. Auch hier hinten am Bauch kommt natürlich weniger Licht hin. Deswegen ist auch hier die dunkelste Stelle. Ich beginne immer am Anfang zu suchen, wo in meinem Motiv sind die dunkelsten Stellen. Und arbeitet da die Schatten hinein. Und so kann man nach und nach die Kontraste rausarbeiten. Mehr Schatten, weniger Schatten. Es ist nichts kaputt. Wenn man einen Strich macht, man kann alles wieder übermalen. Und kann aber auch mit Highlights wieder drüber gehen. Das ist so ein bisschen, wie es für euch am besten ist und am einfachsten ist. So, ihr seht jetzt schon, es wird ein runder Bär. Er bekommt zu langsam eine Struktur, er bekommt eine Form, es ist nicht mehr nur zweidimensional. Ich ziehe jetzt auch hier wieder mit einem feuchten Pinsel, arbeite ich über die Schatten rüber und verblende die somit. Das kann man mit einem Strich machen oder mit zwei, drei. Einfach immer so ein bisschen leicht feucht. Nicht zu nass arbeiten, sonst habt ihr Flecken zum Schluss drin, aber wenn ihr mit einem leicht feuchten drüber geht, immer wieder, das so der Form folgt, entsteht eine Rundung in eurem Bärchen. An den Punkten, wo es natürlich extrem dunkel ist, wie zum Beispiel hier unten, arbeite ich noch ein bisschen schwarz mit ein. Dadurch, dass die Stellen feucht sind, verblendet sich es automatisch auf dem Papier. Die dunkelsten Stellen sind immer die, wo eine runde Form oder eine Form den Boden berührt. Und das haben wir natürlich hier unten bei den Pfoten, in den Hautfalten, auch hier unten. Dasselbe an der vorderen Pfote. Jetzt
habe ich überall so ein bisschen Schatten und Kontraste drin. Das Einzige, wo ich es vergessen habe, ist hier unten die Pfote. Auch hier wieder brauchen wir erstmal Schatten. Beginne erstmal mit einem leichten Grau. Und arbeite dich dann in die Übergänge. Heißt also wieder Schatten anlegen, feuchter Pinsel, das Ganze wieder ein bisschen verblenden. Weil der Bär ja nicht viereckig ist, der hat ja keine harten Kanten. Alles, was organische Formen sind, Tiere, Menschen, haben keine harten Formen. Es ist alles weich, alles ein weicher Übergang, leichte Verläufe. Und wie extrem ihr die Schatten und Kontraste macht, liegt an euch. Es ist euer Stil, euer Motiv. Ihr müsst nicht eins zu eins nachmalen. Man muss es ein bisschen fühlen, wo man hin möchte, was man haben möchte. Es ist euers. Ich zeige euch nur, wie ich es mache. Und zum Schluss ist es das Schönste, wenn euer Motiv draußen steht. Dasselbe auch wieder hier. Dann hat er natürlich hier noch ein paar Falten. Wenn euch das dann zu hart ist, wie gesagt, kann man das mit Weiß immer wieder überblenden, übermalen. Unser Bär hat jetzt schon eine gute Form. Ziemlich schnell entstanden. Falsche Schärfe, jetzt passt es wieder. Jetzt widme ich mich dem Gesicht. Ganz viele haben immer Angst vor Augen, die sind aber gar nicht so dramatisch. Deswegen zoome ich jetzt mal ran. Das nicht funktioniert, machen wir es mal so. So, lala. Die Augen liegen, wir haben es vorhin ja vorgezeichnet, sieht man jetzt nicht mehr hier auf einer Linie. Das ist immer ganz wichtig. Das Auge, das natürlich hier vorne ist, sollte ein bisschen größer sein. Davon male ich einfach erstmal immer einen Kreis. Dadurch, dass unser Bär ein bisschen reduzierter ist, wird es auch gar nicht so viel werden. Da kann man ein bisschen, muss man noch nicht genau das Auge zeigen, kann man auch mit schwarzen Punkten arbeiten. Ich nehme wieder ein bisschen schwarze Farbe auf und male dann noch ein Augenlid hinzu. Und schon weiß, erkennt unser Auge, der Bär guckt in die Richtung. Die Stelle hier habe ich bisher noch ausgespart. Hier muss die Nase her. Hier darf die Nase her. Der Bär hat eine schwarze Nase bei mir. Und auch hier wieder. Ich beginne einfach mal mit der Kontur. Dadurch, dass gar nicht so viel Farbe auf dem Pinsel ist, wird es ein helles Grau. Das kann man dann auch mit Wasser bisschen verblenden und füllen, so hat man automatisch, auch bei Gouache, nicht nur bei Aquarell, einen Verlauf und einen Schatten drin. Wenn ich das dann habe, kann ich dann immer noch sagen, ich möchte es aber hier unten dunkler haben, weil die Nase ja nach unten geht. Deswegen trage ich da wieder mehr Schwarz auf. Und lass das dann mal trocknen, dass wir später mit Weiß nochmal Highlights drüber malen können. Jo, unser Bär soll natürlich auch eine Schnute bekommen. Und ein bisschen grinsen. Dafür male ich jetzt die Mundwinkel noch hinzu. So, lala. Mit ein bisschen Schwarz deute ich dann hier noch die Kanten an. Und natürlich auch das Kinn. Hier unten hat er dann über noch ein paar Haare. Die machen wir dann mit ein bisschen Grau. Und somit hat auch unser Bärchen jetzt schon ein Gesicht. Jetzt kann man noch ein bisschen sagen, ich arbeite noch ein bisschen die Schatten aus, die Konturen aus. Ich gebe dem Gesicht noch ein bisschen mehr Form, genauso wie ein bisschen mehr Hals. Denn auch das Kinn wirft ja wieder einen Schatten. Das Kinn hat ja auch ein bisschen Schatten von oben, so viel sieht man da immer nicht. Und auch hier wieder ein bisschen Schatten noch mit reingeben. Die Fläche hier oben ist nämlich schon arg weiß. Und somit ist unser Bär eigentlich schon mal fertig. Unser Bär soll aber nicht nur unser Bär bleiben. Wir haben ja unten schon mal die Eisscholle, auf der er liegt, angedeutet. Dafür nehme ich mir jetzt mit einem leicht feuchten Pinsel das Weiß hier rüber und nehme ein bisschen was von dem Blau hinzu. Ihr könnt das Blau nehmen, was ihr zu Hause habt. Wirklich nur so ein Mini-Mü. Dann Eis und
Wasser und Himmel hat ja alles immer einen leichten Blauton und den mische ich dann auch schon mal da leicht rein. Jetzt habe ich zweierlei Farben auf meiner Palette. Das ist einmal das Weiß, einmal so ein bisschen Blau. Blau werden wir dann die ganzen Schatten machen und so beginne ich einfach mal mit dem Blau die ersten Schatten auf meiner Eisscholle zu malen. Überall, wo unsere Eisscholle später Schatten hat, beginne ich mit Blau und werde dann später erst im zweiten Teil das Weiß mit hinzugeben. Schatten entstehen natürlich auch da an den Stellen, wo nicht nur der Bär drauf liegt, sondern auch wo der Bär überlappt. Die Pfote hier an der Stelle hängt über die Eisscholle hinüber. Deswegen gebe ich auch hier wieder Blau hinein. Unten noch ein bisschen da, wo die Eisscholle natürlich ins Wasser kommt, je nachdem, wo unser Bär so liegt. Und dann mache ich meinen Pinsel wirklich gut voll. Ich drehe immer gern, tupfe so ein bisschen rein. Es darf cremig sein. Ihr seht es, wenn ich da Wasser hinzugebe zu der Farbe, wird es so ein cremiger Verlauf. Und genau das wollen wir umflächig unsere Eisscholle zumalen. Am Anfang ist es so leicht hellblau. Auch das Beige von unserem Untergrund scheint so ein bisschen hindurch. Aber da können wir überall nochmal drüber mischen. Ist jetzt erstmal, dass wir die ersten Flächen gut gefüllt haben. Das ist das Allerwichtigste. Und für die Details nehmen wir uns im zweiten Schritt wieder Zeit. So. Hier noch ein bisschen. Und ihr seht, ich gehe da wirklich so ein bisschen rough drüber. Es ist eine Eisscholle, wir können alles noch reparieren. Die einzigen Stellen, wo ich aufpasse und wirklich detailliert arbeite, ist an dem Bären selbst, weil den haben wir ja schon fertig, der gefällt uns ja schon. Also da passen wir da ein bisschen mehr auf. Und an den Stellen, wo die Sonne auf die Eisfläche scheint, da ist natürlich am meisten Weiß. Da ist deckend schön klares Weiß. Und an den Stellen, wo natürlich Schatten sind, wo auch das Blau ist, darf noch ein bisschen was von dem Beige bei mir hindurch scheinen. Somit sieht unsere Eisfläche gleich so ein bisschen mehr nach Eis aus. An den Stellen, wo er sagt, das gefällt mir nicht. Pinsel gut auswaschen, einmal abstreifen, dass er nicht zu nass ist und dann kann man das alles gut mit großen Schwüngen verblenden. So, nach dem Trocknen sieht es immer noch ein bisschen besser aus. Auch Gouache braucht ein bisschen. Ich nehme jetzt noch Blau mit ein bisschen Grau hinein. Um die Spitze zu gewährleisten an meinem Pinsel, drehe ich den immer über die Palette. Und somit bleibt er richtig schön spitz. Und mit spitzen Kanten kann man dann wieder sagen, hier noch ein bisschen Schatten, noch ein bisschen Eisstruktur. Hier hinten noch ein bisschen Eisstruktur. Noch ein bisschen mehr Schatten und Konturen mit dazugeben. Für noch mehr Kontrast arbeite ich einfach in tiefsten Stellen noch ein bisschen mehr Blau mit ein. Auch hier wieder, da unten noch. Fühlt euch da wirklich frei, habt da ein bisschen Spaß, gerade bei so Eis und Verblenden kann man sich ein bisschen spielen, ein bisschen loslassen. Versucht gar nicht erst, es eins zu eins wie bei mir nachzumalen. Du wirst sehen, es fällt dir leichter, wenn du einfach ein bisschen selber guckst. Nicht, was ich mache, muss nicht eins zu eins gleich aussehen, sondern schauen, dass es für dich richtig aussieht und dass es dir gefällt. Kanten noch ein bisschen andeuten und schon sitzt unser Bär auf einer schönen Eisfläche. Was man jetzt noch sagen kann, es fehlt noch ein bisschen Deko-Shishi, könnt ihr oben noch einen Mond dazugeben, ein paar Schneeflocken dazugeben. Und ich werde jetzt auch mein Bild noch ein bisschen dekorieren. Dabei nehme ich euch mit. Und das ist eigentlich schon die ganze Art, wie ich mein Bärchen gemalt habe. Schon wieder. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann lass gerne ein Like da oder ein Abo und ich wünsche dir und deinen Liebsten ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt die ruhige Zeit, lasst es euch gut gehen
und bis zum nächsten Mal.